jetzt willkommen zu der zweiten Episode des Let's Builds von dem PV5, dem Public V5. Ich bin hier mit der Zunka. Hey. Ja, also das Rocky ist kam mir schon vor genau einer Woche. Letzte Woche Mittwoch kam die erste Folge und auch im letzten Livestream, am letzten Sonntag, habe ich hier gelivestreamt, da habe ich auch noch ein bisschen dran weitergebaut. Ja, und jetzt machen wir auch dran weiter. Also erstmal so, was für heute so der Plan ist. Azunka wird jetzt erstmal anfangen, die Brücke weiterzubauen. Und ich baue jetzt halt ein paar Ausgurke rein und dann werde ich ihnen danach helfen. Vielleicht verkabeln wir so ein bisschen was. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich schaue nochmal. Okay, auf der Uhrzeit ist es nicht zu lang wird. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Also, wer noch nicht so. Am besten einfach so eine Standard-T2-Brücke. Ja, so ist in der Art. Sieht echt immer geil aus. Ja, ich baue hier außen jetzt erstmal einen Ausguck hin, aber. Ja, also wenn ihr auf jeden Fall die erste Folge nicht gesehen habt, da könnt ihr die auf jeden Fall mal anschauen. Die ist auch mal oben in der Infocard verlinkt. Weil falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, die werden dann wahrscheinlich dort beantwortet. Weil wir nehmen das ganze Karte ein paar Stunden Sonntag nach dem Stream auf. Deswegen kann es sein, dass ich nicht so viel rede, weil ich nicht mehr so viel Stimme übrig habe. So, ich würde sagen, hier machen wir einfach mal einen schönen Ausguck nach vorne, weil Ausgucke ist ein krasses Wort, muss ja Tunita-konform sein, oder? Ja, das gibt Punkte bei Tunita. Also, lohnt sich doch. Okay, ist der Aufzug, machen wir es hier nach vorne. Weil Tunita ist natürlich krass, da kann man nichts gegen sagen. Ja, hallo. Also, die Hoffnung stirbt zuletzt. Tunita wird, also hier TZEWG wird sicherlich noch irgendwo mal kommen. Ja, 2019 oder so. Vielleicht dann, wenn PvP. Danach ist Matze in Australien schon verreckt. Wurde er vom Känguru zertrampelt oder was? Genau. Nee, aber sagen wir so, die kommen bestimmt. Känguru. Wenn PvP auf 4.1.10 ist, sind sie bestimmt wieder da. Gehen. Nee, aber es soll ja wirklich demnächst. Ja, bin gespannt. Insider-Info. Ja, deswegen sind wir gerade auch dabei, deswegen habe ich das weiterzuholen, damit es davor auch noch fertig wird. Naja. Ja. Also es wäre ganz gut, wenn wir nicht fertig werden. Weil. Oh. Ja. So, dann stecke ich hier noch ein bisschen Eis, damit man schneller draufläuft. So, und dann stecken wir es noch weiter. Und ich lasse erstmal mit der Würde Ducks wegwerfen, das ist natürlich sehr praktisch. Nee, aber eigentlich, Tunit fängt ja eigentlich nur Splash One, da kann man nichts gegen sagen. Ach ja. So. Okay, ja, hier den Gang mache ich jetzt auch einfach mal aus Eis, dass man da schön schnell langlaufen kann. Und Ausschwückung kommt dann später. Ja, wer es nicht weiß, zwei Schichten Eis ist nochmal schneller als eine Schicht Eis. Hoffe ich zumindest. Ich auch nicht. Ja, also ich hoffe es zumindest. Ah, ja, vielleicht. Ja, egal. Ja, okay, hier den Ausguck müssen wir eh erst anpassen, wie es dann aussieht. Mit dem Design, vom Design her. Und was machen der Zunker ja? Immer diese T2-Brücken schlimm, oder? Ja, immer diese hässlichen T2-Brücken. Es kann echt nicht angehen, sowas. Ja, schön, so. Ich würde sagen, ich verliere schon über Licht. Licht ist krass. Krasser Glowstone. Ja. Ja, hier, ach, was du hast doch sicherlich Lust, die ganzen Scheinwerfer zu verkabeln. Ja, wie Scheinwerfer, ich würde sagen, verkabeln wir erst, wenn das Design fertig ist, oder? Ja. Ich hab die überleben sonst oder? Sowieso nicht. Was überlebt überhaupt das Design von Design? Im Design überlebt doch eh nichts mehr danach. Eigentlich nichts, ne? Ich kann ja eben mal so einen kleinen Gang so runterbauen, dass man hier so schön zum Mörser-Delay kommt. Richtig krass. Oder ich lasse es halt gleich. Okay, da warte ich erstmal drauf. Lassen wir es erstmal eigentlich passen, die Mörser. Ich brauche also. Mehr Platz. Mehr Platz, okay. Das wird eine Mega-Borge-Brücke. Mega-Borge-Brücke, krass. Nicht schade. So. Wir wollen Glowstone. Das muss natürlich immer in den richtigen Abständen sein. Und ich mache hier erstmal alles kaputt. Hey, was? Glowstone Fackeln ist der neue Scheiß. Ach, Fackeln? Oder Kürbislaterne, oder? Ach, nee, Kürbislaterne ist ja schon fast zu. Ja, natürlich auch, das ist natürlich noch komplett. Nee, wieso benutzt du eigentlich keine Seelaternen? Das ist eigentlich voll krass. Ah, ja, stimmt. Warum eigentlich nicht? Die sehen gar nicht so scheiße aus. Ja, ist halt echt so. Egal. Ja, sehe das oder? Wir sind halt einfach zu altmodisch. Aber ja, Westburg ist natürlich immer noch Magma-Blöcke. Leuchten die eigentlich überhaupt? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube auch nicht. Naja,
heftig. Also beim Ausguck bauen wir so ganz, bauen wir sogar ja Deckenlicht ein, ist natürlich sehr krass. Ja, ich nehme jetzt einfach mal als Glas blau. Ich weiß noch nicht, wie es dann wird. So. Na, die Brücke können, müssen wir dann auch noch später mal designen, glaube ich. Mhm. Noch besser designen. Mach jetzt einfach mal dieses Standard 0-Tuch. Mach das. So, ich baue jetzt hier gerade hier oben noch die Scheinwerfer. Scheinwerfer, ja klar, ich baue in den Gang Scheinwerfer rein. Ich baue die Beleuchtung rein, schon mal. Ja, das geht eigentlich. Das kann man angehen. Wie stecken wir das jetzt am besten? Ja, so dürfte es passen. Oder? Ja, das passt. Nice. Mal, wie hat 4? 5? 6? Ja, super. Okay, die Beleuchtung sieht nicht schlecht aus. Okay, ich mache hier nochmal, oder? Ja, okay, hier ist ein bisschen Licht, aber trotzdem noch ein bisschen mehr Licht rein. Also lieber mehr als zu wenig Licht. Was brauchen wir nicht? Wolle brauchen wir jetzt erstmal nicht. Okay, hier ist der Mörser. Hier kommt die Brücke hin. Bah. Das ist eine Brücke, echt krass. Nee, ich schau grad mal. Am liebsten würde ich vielleicht oder unten. Also ein Ausguck haben wir ja unten schon. Okay. Ah, nee, erstmal baue ich unten jetzt Licht rein, hier ist so dunkel. Ich kann jetzt nochmal weiß jetzt sagen, wenn Licht drin ist, sieht man mehr. Das ist nämlich so echt krass. Warte, nee. Nee, hier ist das Wasser, okay. Muss ich selbst nochmal gucken. Hier, ja, hier passt's. Hier machen wir auch nochmal Licht rein. Weil die Layer hat mir ja überall genug, da kommt man ja super dran. So, hier wieder, wie auch bei der anderen. Der Eingang dürfte sogar schon genug Licht haben. Was haben wir hier? Achso, hier ist der Aufzug. So, hier ist auch Licht. Machen wir hier drüben nochmal Licht rein. Oh, hier ist Licht. Okay, cool. Lassen wir da. Was hältst du davon, wenn wir noch so einen, außen so einen zweiten Ausguck machen? So ähnlich wie bei die zwei diesen äußeren Ausguck. Weißt du, was ich meine? Ach so. Meinst du das bei der One-Hit oder was? Nein, so beim Eingang, dass es so ausfahrbar ist. Ach so, ja, warum nicht? Nutzt zwar niemand, aber egal. Also ich habe das bestimmt schon einmal benutzt. Mindestens. Echt? Ja, in vielleicht 100 Fights. Hat sich gelohnt. In vielleicht 100 Fights mit dem Wargear. Das 100 Fights, niemals. Du hast insgesamt vielleicht 200 Fights. Ja, schon, okay, so viel. 300. 400. 400. Okay, 50 vielleicht. Okay, ach, keine Ahnung. Das ist jetzt echt wichtig, wie viele Fights. Ja, das ist sehr wichtig. Hashtag PP, ich will wissen, wie viele Fights ich damit gemacht habe. So, wir, so, hier, ganz schöne Pistons. Irgendwie habe ich nie die Blöcke im Inventar, die ich brauche. Ihr seht ja auch nämlich, das kann also auf einer Seite ausgefahren werden, dann kann man die so schön vor zu so einem Ausguck laufen. So. Hier ganz schön viele Pistons. Ja, und das dürfte dann eigentlich auch schon reichen. Schauen wir. Okay, das ist ja schön. Das muss jetzt erstmal nicht schön aussehen. Das können wir später noch machen. Und jetzt hier noch so eins nach oben. Dann geht hier dann der Ausguck nach vorne. Jetzt kann man hier mal hier vorne einfach hier so einen Hebel hin und dann kann man es ziemlich leicht ausfallen. Ist ja auch ziemlich einfach zu verkabeln. So, ja, wir machen hier, warte, wie habe ich das gemacht? So, das dürfte sogar eigentlich schon reichen. Ja, erstmal Hebel wegwerfen. Ja, das passt. Und den hier, den hinteren noch. Reicht das schon? Nice, okay, das passt. Okay, ja, das schieße ich dann vorne gleich an. Ich mache das jetzt erstmal wieder zu. Die Verkabelung ist ja dazu fertig. Oder ja, bei mir für so ein. Hier ist was kaputt. Ah, hier sind Pisten. Da müssen wir es wirklich. Nein, ich will keine Lampe setzen. Hier direkt am Gang machen. Ich dachte, wir können so eins weiter reinsetzen, aber es wird nichts. Mhm. Oder hier. Das wird hoffentlich nirgends gebohrt. Nein. Ist hier noch ein. Mist, nee, das wird, oder? Mit einem Slab dürfte es gehen.
So, dann setzen wir hier noch. So. Ja, jetzt dürfte es theoretisch nichts bauen. Schauen wir einfach mal. Ja, die aber hier, das powert nicht sehr gut. Ja, passt es nämlich so, weil sonst ohne diesen, wie heißt, ohne den Slab hätte es nämlich alles gepowert. Aber ich kann die einfach mal entbacken und dann schauen wir mal. Ja, das passt sehr gut. So, das können wir hier wieder zumachen. Ja, dann kann man hier einfach so schön hochlaufen und hier vorne dann gleich einen Ausguck. Ich glaube, PV4 hat auch relativ viele Ausgucke, oder? Echt? Ja, doch, der hat eigentlich so relativ viele. Naja. Doch, T2 hat sowieso am meisten aus. Welches? T2. Stimmt. Oder? Aber guck mal, PV4. Also klar, ja, gut, einmal an der Brücke. Bei der Brücke hat es einen Ausguck. Ja. Nee, dann auf der mittleren Ebene über den MGs aus noch 2 und unten hat sie auch nochmal 4 gehabt. Das heißt, 4, sie ist. Also. Warte, mit Brücke 7, glaube ich, oder? Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Keine Ahnung. Ja, 7. Also die 2 und so, die spielen ungefähr auf einer Liga, von Ausgucken her. Aber am besten sind immer noch Alarm, oder? Alarm. Alarm, nee, je mehr Alarm, desto besser natürlich. So, flüssig einmal halt Crisscross, wie der Support auf der hat mir sein erstes Wargame mal gezeigt. Das hatte einfach 40 Schadenssensor oder so, das war einfach so übertrieben. Es hatte doppelt so viele Schalttafeln wie V6 von MCV. V6, ja. Ja, genau. Das ist einfach so, ich keine Ahnung. So, hier machen wir noch so schön erstmal diesen grauen Streifen mit nach unten. Jetzt habe ich einen Peter verstellt. So. Der HD-Gamer ist gekommen. Ist ja schon fast voll, der Server. Was steht da? Auch wenn er keine Slotbegrenzung hat. Aber ja, der ist voll. Aus Prinzip ist er voll. Erstmal eine Blumenecke hier einrichten. Und eine Roffelecke reinrichten. Oh, Roffelecke? Ja. Blumengarten? Nee. Das Roffel ist halt okay. Eigentlich müssen wir auch mal Roffel bauen, oder? Roffel 7. Gibt's doch schon. So. Ja, der Ausguck dürfte so auch schön aussehen. Hier vorne machen wir dann gleich wieder Eis hin, damit das alles schön viel schneller geht. Du hast nicht zufällig die IP von Eis auswendig, also Packeis. Eis. 174, danke. Vergiss es mal, Eis, Kohleblöcke und so, das ist alles so ähnlich. Was hat denn Kohle für. Was hat Kohle denn? Mal schauen. Kohle hat 173, stimmt. Ja. Also wie gesagt, und dann, wenn die Brücke fertig ist, danach werden wir erst nochmal alle Sachen und so anschließen. Dann auch nochmal so InDesign und Panzern und dann Außendesign und dann ist es eigentlich so schon fast fertig, das Wort hier. Ja. Ja. Aber Panzer macht natürlich dann noch am meisten Spaß, das ist ja klar. Oh. Basti, unser Panzersklave. Aber guck mal, immer diese Leute, die sich für Brückentechnik bewerben. Wieso bewerbt sich nicht mal jemand fürs Panzern, oder? Das wäre doch mal was Ordentliches. Also wenn ihr den Fire Felix wollt, ihr müsst euch als Panzerer bewerben. Oh Gott. Ah. Tillox, willst du dich nicht als Panzerer bewerben, auch wenn du schon im Team bist? Ja, Tillox, werf dich als Panzerer. Wie sich das einfach anhört, Panzerer. Panzer. Ich bewerbe mich als Panzer. Ja. Magst du doch, oder? World of Tanks, ist doch super. Ja, beste Spieler. So. Dann ist der Ausguck auch mehr oder weniger fertig. Hier kann man auch schön lang schwimmen, schön fahren müssen wir wieder ein. Oh mein Gott, hier, Endstone im Gang, das geht ja gar nicht. Hm. Machen wir das oder soll ich es hier? Ja, ich lasse es so einfach, dann weiß ich dumm, wenn man da so über Wolle laufen müsste. Ja, hier sind die Kanonen. Also ich würde sagen, wir müssen noch Spinnweben die Kanonen machen. Ja, okay, ist ja keine 1.7 mehr. Warum so. Spinnweben die Kanonen machen? Wegen. Hä, was? Redstone-Blöcke. Ja, gibt's halt nicht mehr. Oh mein Gott, die Blume. Da kannst du reinmachen, was du willst. Ja.
Was könnte man hier unten hinmachen? Eine Bildergalerie, gute Idee. Man könnte hier fast noch einen zweiten Eingang von unten machen. Hier so, na gut, hier ist eine Mörse, oder? Erstmal geben wir Fleisch. Ja, hier nach vorne halt. Das ist erstmal Freecam. Hier so durch, aber ja, mal gucken. Ja gut, das wird schon gehen. Ja, das wäre langweilig, wenn man hier so einen Eingang hat und dann hat man hier so in die Richtung raus und dann hat man hier, könnte man so eine mittlere Ebene einbauen. Ja, schon, ist echt eine geile Idee. Unnötig, aber warum denn nicht? Ja, ist doch public, oder? Ja. Stimmt, ich kann euch nochmal zeigen, wie das mit dem Aufzug gefixt wird. Das ist klar, man kann jetzt halt erstmal hier in die mittlere Ebene fahren und dann ganz da oben. Das funktioniert aber sonst auch. Hat der Zunker jetzt noch so Steinzäune reingemacht. Dann kann man nämlich hier so ausgehen, kommt an den Knopf. Aber gut, dann muss man halt direkt nach vorne laufen. Ja, den Knopf gedrückt hat, aber das, ja, aber das passt eigentlich. So. Ich kann mir gerade mal schauen, wegen den Verkabelungen von den Artischilden. Die haben wir nämlich, ja, die habe ich im Stream eingebaut übrigens. Wer ihn nicht gesehen hat, könnt ihr gerne anschauen, habe ich auch auf YouTube hochgeladen. Also habe den Stream, der eh auf YouTube war. Was sind hier? Hier ist der Mörserlauf. Hier muss alles replaced werden. So. Und so. Okay, Arti. Der Lauf, ich finde es so hart. In 1.10 kann man halt so kleine Arti-Läufe immer machen. Echt übertrieben. Na gut, aber das ging doch theoretisch auch vorher schon, oder? Ja, aber nicht so gut. Bei PvP war es ja auch so, nur dass da halt man manchmal was hängen bleibt. Kann man mit der eigentlich auch mit weniger Treib schießen? Ich glaub nicht, oder? Probiere ich einfach gerade mal aus. TNT-Schaden ist ja aus. Wenn nicht, wär's scheiße. Schieß mal mit 3. Ah, denn? Ich schieß mal mit 3 Treibs. Normales 4, ne? Ja. Also stand. Bleib im Lauf hängen. Okay. Egal. Ja. Dann kann man das halt nicht. Aber selbst wenn, da springt man einmal den Lauf weg und dann geht's danach auch. Also. Also wo bleibt es denn hängen? Ganz vorne. Ja gut, das wird dann. Er braucht schon Lauf. So, ich panze schon mal ein bisschen. Aber ich würde sagen, bevor wir dann die alle Redstone-Sachen verkabeln, dann flippen wir das Teil erstmal, oder? Ja. Wir müssen sowieso noch die Brücke bauen und irgendwelche unnötigen Funktionen einbauen. Ja, unnötige Funktionen. Massagehebel wäre ich ja ganz geil. Das hatte doch mal der Lupstich von Tiki, nee, der Halbauto von Tiki. Halbauto von Tiki. Das ist einfach so unnötig. Oh, Massage. Gut für den Rücken. Ja. Immer mehr Leute bekommen Rückenschmerzen heute. In Minecraft, ja, weil sie immer vom PC sitzen. Das heißt, kauft euch jetzt den ultimativen PC-Stuhl. Und kauft meinen Merch, danke. Mindestens. Ja. Bastens. Warte, ich beleuchte mal die Kanonen jetzt, weil irgendwie sonst sprich ich nur so dumm rum und mach nichts, aber ich beleuchte jetzt die Kanonen. Ich mach mal Stoppack an, es interessiert eh keinen. Ja, wenn dann. Raged Basti. Ah ne, der schneide ich ja sowieso sein. Ja. So. Ganz viele Lampen. Hier oben noch. Ja, Lampen. Immer Lampen. Ja. So. Er hat gerade seine Sprengkopfstich gezündet. Wie Sprengkopfstich? Er hat doch eine Sprengkopfstich gebaut. Achso, Jurai oder was? Ja, Jurai. Okay, GG. So, ja, hier ganz viele schöne Lampen. Ganz viele schöne Lampen. Wir müssen natürlich noch für die Uzas erklären, dass man es nur bei Rot beladen darf, die ganzen Kanonen. Aber es ist schon manchmal echt traurig, wie User ein bisschen failen. Ja. Kanone ist kaputt, egal. Funktioniert schon noch. So, ja, okay, das geht jetzt auch ohne Stoplag, theoretisch. Und sonst mache ich es einfach wieder an. Man kann auf den Server ja eh nicht bannen. So, hier noch von unten. Hatte ich hier noch? Ne, ich glaube, das hatte ich auch nur so im anderen Mörser. Dann gehen wir nochmal in den äußersten Mörser. Und dann haben wir unten an die Stichs. So,
hier vorne noch. Ja, klar, erstmal alles kaputt briefen, ist immer sehr gut. So, und dann hier oben haben wir noch zwei Lampen. So. Dann gehe ich gerade nochmal unten an die Stichs. Ich weiß nicht, ob ich es da bei allen schon gemacht habe. Hier, ja, am mittleren Wasser schon. Gehen wir mal unten. Ne, hier ist noch kein Licht. Ah gut, es ist halt keine Kompri. Da können wir hier erstmal schön eine Lampe reinmachen. Und dann erstmal hier unten noch. Ja, und oben ist selbst okay, dann das reicht erstmal so. Machen wir es gerade noch bei der mittleren. Ja, hier ist eigentlich genug. Ja, genau, bei der hier noch. Also wie gesagt, es kommt jetzt noch eigentlich immer jeden Mittwoch, das Vorgelets-Bild. Also ein paar Folgen wird es ja auf jeden Fall noch geben. Warum? Was machen wir noch? Wie viel schaffen wir denn noch? Warte, ich schaue jetzt mal da wieder nicht. Schaffen. Die komplette Brücke. Wir haben noch, also 20 Minuten nehmen wir auf. Nehmen wir schon auf, also. Schon auf. Wir nehmen schon 20 Minuten. Ich nehme schon 20 Minuten auf, ja. Ja, dann ist doch eigentlich die Folge schon vorbei, oder? Ja, also ich würde sagen, du kannst machen nur so 2-3 Minuten und dann ist die Folge auch vorbei, ja. Dann machen wir in der nächsten Folge die Brücke fertig. Dann haben wir noch, das ist schon den Gewicht, man eher eine Folge Brücke fertig, dann eine Folge. Können wir ja hier Hebel reinklatschen. Ja, also nächste Folge erstmal Brücke fertig, vielleicht und dann flippen. Und dann nochmal die ganzen Redstone-Funktionen und dann Design mache ich einfach in Zeitraffer eine Folge, ist ja kein Problem. Okay, der Ausgleich, das müssen wir dann erst machen. Ich habe Eingang verriegeln, brauchen wir nicht unbedingt, oder? Ja, kann außer man beim Stream die User aussperren. Was tut das? Naja, ich habe sie ausgesperrt, aber ich hab dann aufgemacht und habe sie reingelassen. Und dann schiebt natürlich wieder irgendjemand auf mich, dass ich böse war. Dann war ich ganz traurig. Oh. Ja. Das ist schade. Ja. Ich glaube, guck mal, die PV1 war. Ging nicht so von der Küste. PV2 ist sogar relativ klein. PV3 ging auch noch. PV4 war auch übertrieben groß eigentlich. Was? Hier fehlen Lampen! Lampen! Die von Struppi. Wieso Struppi? Ja, die war nicht von Struppi, die war von mir. Der PV4, Moment mal. Ach, das stimmt, die sah genauso aus wie dich von Struppi, deshalb. Die war krass. So, und dann stacken wir es hier nochmal schön. Ja, ganz viele schöne Lampen. Noch mal 13, 14, ja, das passt. Soll ich sagen, schau ich mir die Brücke. So, also wenn man hier kommt man durch die Brücke rein. Haben wir ja mal die obere Ebene. Ja, das sieht doch ganz nice aus. Wo hast du die Lampen gespammt? Da oben habe ich Lampen. Krass. Ja, aber wollen wir dann für diese Folge erstmal einen Cut setzen und in der nächsten weitermachen mit der Brücke? Ja. Ja, okay, also würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat die zweite Folge des Vorgelets-Bilds gefallen. Nächste Woche Mittwoch geht's weiter. Also wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Falls ihr sonst noch irgendwelche Vorschläge für das PV5 habt, gerne damit in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.